und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gamer-Chucker im ETS 2. Ja, wir sind hier in Rumänien in Eisenmarkt und fahren nach Bayern, nach Sofia. Es ist ein bisschen längere Strecke, so knapp 700 Kilometer, aber ich denke, Ordnung. Trailer dran, also wegen des. Und wir haben fortgeladen 5 Tonnen, also das ist auch nicht viel. Dürfte theoretisch auch keine Probleme geben mit der Fahrt. Ja, schauen wir mal, was es gibt. Die letzten paar Folgen war ja mehr oder weniger Mist. Auf jeden Fall wir Tour annehmen müssen. Dann ist die Aufnahme nicht aufgenommen. Naja, ihr wisst schon, egal. Und auf alle Fälle wünsche ich euch auf alle Fälle schöne Pfingsten. Habt einen schönen Pfingstsonntag. Und genießt die Fahrt hier auf alle Fälle. Dann denke ich, wird es auch eine schöne Tour werden. Habt ein paar schöne freie Tage auch mit der Familie. Genießt es. Ja, und dann schauen wir mal, was der Vater gibt. Dann biege nach links ab. So, ja. Vielleicht hat der ein oder andere ja Urlaub von euch. Das ist doch auch gut. Ein paar Tage mit der Familie verbringen, wegfahren. Auch, ne? Ein paar Feiertage frei mit der Familie zu haben, das ist schon. Ich hoffe, dass das jetzt der Pfingstsonntag ist, wo ich das hier aufnehme, oder für den Tag. Und wenn, dann ist es auch nicht so wild. Aber wie gesagt, wir machen jetzt eine Tour. Schauen wir mal. Tagestour, also. Biege nach links ab. So, schauen wir mal, bis da hier mal einer fährt. Weil es auch hier ein bisschen. Da kommt vor zu. Wege. Ah, der lässt mich raus, das ist gut. So, da werden wir natürlich jetzt auch auf der Autobahn fahren. Demnächst links abbiegen. Was sich da dann gibt. Biege nach links ab. So. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ey, tanken müssen wir nicht, da können wir hier bleiben. Hoch. Dann wird es auf alle Fälle jetzt hier wieder gut werden, die Fahrt hier. Da bin ich auch eng. Nimm diese Ausfahrt.
Einnahmen nehmen wir schön gut ein, das ist das auch. Perfekt. Ja, knapp 700 Kilometer zu fahren, das ist eine Haufe. Eine lange Tour werden heute sein. Aber so ist es halt. Aber für die Aufnahmen wird es halt länger. Das ist halt eine Dreiviertelstunde etwa geworden. Ich hoffe, es ist okay für euch. So eine lange Tour und halt schauen, ne? Zu fahren. Dann langsam fertig ist, dann, also Bulgarien haben wir jetzt noch zu fahren, die Türkei ist ja schon fertig, und die Städte frei zu fahren. Ja, wir haben alles soweit. Eine Stadt in Rumänien, ich denke, die kriegen wir auch noch hin. Dann, ja, Italien. Machen, weil Unfälle hatten wir genug schon gehabt. Bin noch mal lang gefahren, aber naja. Also ich wollte doch erst doch gucken. Passt schon. Immer anständig fahren dann. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, dann fahren wir hier wieder vor. Ah, das ist immer, da bist du fast auf der Tour und schon geht's wieder runter. Das ist. Aber so ist es halt. Hier so Strecken schnell und dann wieder kurz. Solange nichts passiert, ist alles gut.
weit aus der Stadt raus sind. Aus, oder? Ja. Hoffe ich ja nur, dass ich bald eine Garage bauen kann und man fertig kriegt. Der Komfort zu. Wird schon. Oh, hier geht's wieder so Serpentinen, da muss man schon. Irgendwie der Miese. Oder? Ja. Die Kurve ist hier ohne, ne? Das sieht aber auch schön aus hier, ne? Die Berglandschaft mit dem Wald und so. Und man hat irgendwas. Die Bäume und so, sieht richtig super aus. Ah, es gibt ja auch schöne Ecken hier in. Noch nie war, noch nie hinkommen werde, denke ich. Gibt es hier echt schöne, super. Macht aber wohl Spaß hier zu fahren, ne? Bin super. Richtig super hier eigentlich. Ah, die Bergstraßen sind schon top. Das passt schon. Ja. Ach ja.
Ja, so richtiges Thema will mir gar nicht einfallen. Ist halt so. Hauptsache, ihr habt einen schönen Feiertag, schöne Urlaubstage mit der Familie, fahrt irgendwo hin. Sowas muss schon sein. Immer die Arbeiterei, das ist auch nichts. Ja, vielleicht fährt ja der ein oder andere, ja, fliegt ja weg oder so. Ich Ihnen auf alle Fälle schönen Urlaub. Ich glaube, jetzt sind ja sogar Pfingstferien, ne? Und genießt die freie Zeit. Das ist schon wichtig. Dann passt das auch, ne? Jedenfalls läuft es. Bis jetzt, ne? Also man weiß ja nie, was wir noch an Schwierigkeiten bekommen. Naja, alles wird gut. Ja, wie geht's hier weiter? Jetzt muss ich mal sehen, mal schauen in der meiner Garage, wie viel Platz ich da noch habe. Je nachdem, da wird sich das entscheiden, ob ich jetzt mir noch einen LKW zulege, noch einen Fahrer, oder eine Garage kaufe, beziehungsweise meine Garage ausbaue. Da muss ich das müssen wir mal sehen. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen sparen, dass wir da auch ein bisschen Geld reinnehmen. Nach links ab. Perfekt gepasst hier. Müssen wir bloß noch jetzt irgendwie hier rauskommen. Ah, es sind schon ein paar Kilometer. Wir haben ja auch schon das Video angeguckt und auch Foto gemacht von dem Berg hier, ne? Hat's schon, also sieht schon top aus. Haben wir ja hier schon alles gesehen. Ja, wir sind ja hier schon nochmal lang gekommen. Und ja, irgendwie müssen wir ja denselben Weg, irgendwie einen Weg zurückfinden. Da kann es halt sein, dass man mal eine Strecke ein-, zweimal fährt, ne? Wenn wir schon gefahren sind. Aber in die Kurven, da muss man schon richtig aufpassen hier. Ja. Also da schaukelt sich schon ganz schön hoch.
Aber das passt schon. Denn hier hast du man nicht viel zu sehen gerade, aber. Auch das muss man mit. Ich finde es, wenn es so ein bisschen bergig ist und so und vielleicht eine Industrie zu sehen ist, sieht es schon schön aus. Was man zeigen könnte und so. Auch schon mal klar. Also fahren macht schon Spaß. Nicht immer nur Autobahn, aber da geht es halt schneller. Das geht schon schnell hier. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, naja, nach links hat sie gemeint. Passt schon. Ja, ich muss mal sehen, dass ich meinen LKW hier noch ein bisschen umbaue irgendwie. Und noch irgendwas einfallen lassen. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, das ist schon eine heikle Kurve hier. Also die dürfen wir wirklich nicht schneller nehmen. Kriegst du. Aber das kriegen wir hin. Wir fahren normal, anständig. Also es hat schon alles sein. Naja, durch die Stadt ist auch nicht gerade ohne. Biege nach links ab.
rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Jo, das machen wir doch hier vorne. Passt doch. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ah, läuft schon. Wir sind ganz schön eng da. Ist fast besser, wenn man in der Innenansicht fährt. Und nicht so viel dagegen gegenfährt oder so. Ah, hier so durch eine Stadt so ist schon nicht einfach zu fahren. Aber es ist halt auch kompliziert irgendwie auf eine Art. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und geradeaus schön. Immer mal wieder hierher kommen. Wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Ah, wir kommen jetzt zur Grenze, okay. Aber da kommen wir ja auch gut. Denke ich mal zumindest. Mit 20 Tonnen, ja, das passt. Ist nicht viel. Aber hier sind wir ja schon noch mal lang gefahren. Und dann war die Sache erledigt hier. Aber das wird uns heute nicht passieren. So, und dann sind wir in Bulgarien. Noch 300 Kilometer. Das ist schon noch ein kleines Stück zu fahren. Aber das passt auch. So, und dann gehen wir jetzt mal hier schön Gas. Nur, dass wir jetzt diesmal ohne Blitzung durchkommen, normalerweise schon. Daher, mit top. Wir haben hier eine Brücke, die hier ich schon mal fotografieren. Wir haben ja da kein Dings gemacht, ein Foto.
hat das auch hinter uns. Ah, wir müssen ja halt auch mal was machen. Sammeln und alles. Hast das natürlich. Aber ich glaube, hier sind wir ja auch schon mal lang gefahren. So, nun sind wir auf alle Fälle in Bulgarien. Aber dann hoffen wir mal, dass wir auch gut ankommen. Mal sehen, was es hier so gibt. Dann, Landschaft und so, was man sehen könnte. Stimmt auch was Schönes, denke ich mal. Es bewegt sich langsam ein bisschen, aber naja, hoffen wir mal, dass wir keinen Regen kriegen. Ah, hier läuft es auch. Geradeaus, ist ja klar. Immer geradeaus. Ich doch. Bin top hier aus, ne? Immer geradeaus. Ja, bitte an die Dings von uns schon halten. Immer geradeaus. Und jetzt fahren wir natürlich eine Strecke, die wir noch nicht gefahren sind. Ja, das ist auch gut, ne? Macht schon Spaß, ne? Hier zu fahren. Jetzt nicht so gedacht, aber so schön die. Ah, jetzt fängt es natürlich an mit Regnen. Da muss man ehrlich gesagt nicht mit rein. Aber es war ja klar, dass wir da rein. So, jetzt sind es auch noch so knapp 210 Kilometer. Ein Stückel und ja, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde wird das Ganze fahren hier gehen. Und wir haben hier auch ehrlich noch acht unfallmäßiges. Nicht gepasst alles bisschen. Ah ja. Gut. Ah,
aufpassen müssen wir ja trotzdem, ne? Gerade ist, dass jetzt regnet, da sieht man halt auch nichts. Naja, ja. Ja, wir fahren ja sowieso. Ja, aber so Landstraße ist schon was Feines. Noch 70 hier. Ah, bestimmt auch wegen der Crew. Scharf ist, was ja auch in Ordnung ist, ne? Unfall brauchen, das müssen wir nicht haben. Wenn ja Geld verdienen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Also das ist schon hier ganz schön knapp hier, muss ich sagen. Aber wie gesagt, hier waren wir halt noch nicht, ne? Am Kreisverkehr was ist das schon? Nimm diese Ausfahrt. Jetzt geht es gleich wieder Serpentin hoch. Aufpassen mit der Fahrerei. Ein schön knapp werden damit. Aber das ist halt so dann. Aber wir können ja immer noch mit 70 lang heizen. Ne? So, irgendwas kommt. Kommst du hier auch nicht rum? Aber ist trotzdem hier. Ja, lieber ein bisschen langsam fahren, aufpassen ein bisschen. Dürfte hier auch keine Probleme geben.
Euer Staubecken oder sowas. Oh, hier geht's auch schön hoch. Bestimmt eine Ringstraße, so eine geheime Straße. Da müssen wir schon aufpassen hier. Ganz schön heftig. Ich guck mal hier drüben an. Total nicht aus. Aber bringt ja nichts, weil es ja jetzt langsam dunkel wird. Jedenfalls läuft es. Ein Unfall, kein gar nichts. Und wir haben es gleich geschafft. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Hier rüberfahren. Darf man normal nicht machen. Oh, kein Kläger, kein Richter. Hauptsache, wir kommen gut an. Bitte rechts halten. Komme da nicht runter, oder wie sehe ich das? Okay, lass uns eine neue Route finden. Naja, aber es geht nicht. Demnächst rechts abbiegen. Route neu berechnen. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Neu berechnen. Machen Sie eine Kehrtwende. So, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir gleich tanken. Reicht das? Unten der Preis, das ist auch nicht schlecht. Weniger. So, da haben wir getankt. Muss bloß noch grün werden. Bitte
rechts halten. Biege nach rechts ab. Perfekt hier, so wie es. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. So, jetzt müssen wir rechts. Biege nach rechts ab. Ja, fast. Fast geschafft. Ah, das war natürlich jetzt eine sehr lange Tour. Ja, was heißt sehr lange Tour? Ja, auch für eine Folge natürlich. Ich hoffe, es war trotzdem okay für euch. Oh, kennt ihr. Wieso ist so eine lange Tour? Geradeaus. Also einfach ist es halt auch nicht, oder? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So. So, dann ist unsere Pfingsttour vorbei, die Pfingstsonntagstour, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es ein bisschen länger dauert oder gedauert hat, die Tour. Vielen Dank fürs Zuschauen, noch einen schönen Feiertag und dann bis zum nächsten Mal, euer Gemachago, ciao, ciao.